Hallo meine Lieben, es geht wieder weiter. Wir sind hier noch mitten in der Schlacht. Ich nehme das jetzt einfach hintereinander auf, denn ich denke mal, das wird uns nur zugute kommen. Oh, wir sind ganz schön abgerutscht. Oh weia, oh weia. Stabil. So. So läuft das manchmal. Ja, heute ist ja der War Thunder Tag. Heute kommen Heute kommen zwei Folgen War Thunder. Ich guck nochmal auf den Ablaufplan. Morgen müssten noch zwei Folgen Ion Free to Play kommen. Und ich habe eine wunderbare, wunderbare Nachricht für alle, die, die das Let's Play um Malgus sehr, sehr cool fanden, sich gefreut haben, dass auch immer wieder was Neues kommt über Malgus. Wir können weiterbauen. Ich kann die Gebäude wieder betreten quasi. Schade. Aber wir haben ihn schon mal angekratzt. Das ist auch nicht schlecht. Also ein Siebter. Eieiei. Naja, auch nicht so übel. Falsche Richtung. Und wir haben gewonnen. Ja, War Thunder, genau. Ich sag's mal ganz klar, wir haben es geschafft, sage ich mal so. Ich hab's geschafft, dass ich die Gebäude in Malgus wieder betreten kann. Was genau da jetzt das Problem war, ist, dass das Netz, was im Prinzip die Gebäude umgibt, einfach viel, viel, viel zu groß war. Und dadurch irgendwie die physikalischen Gesetze, was weiß ich, durcheinander geworfen worden und irgendwie irgendwas da durcheinander gekommen ist. Wo sind wir denn jetzt? Ach, 3A ist das. Dann möchte ich das aufs Fahrgeschick und, Wartung und Logistik. Ja, dass das irgendwie durcheinander gekommen ist und, das war dann ganz blöd und dann hatte ich auch keine Lust mehr zu spielen, weil das war jetzt ein bisschen hart, denn diese Stadt ist quasi, das Herzstück dieses Let's Plays, das Herzstück, dieses Kanals auch. Und deswegen war ich da doch ziemlich bedröppelt. Und ich habe da jetzt geguckt, habe da jetzt gemacht, getan, was ich konnte und es geht wieder. Ich habe halt die Straßen entfernt und dadurch läuft das Ganze wieder. Heißt, wir haben jetzt keine Straßen mehr. Ist auch nicht wichtig, die können wir auch immer noch später noch bauen. Auf jeden Fall werde ich jetzt anfangen weiterzubauen in Crystal und ich werde die Gebäude auf jeden Fall weiter auseinandersetzen. So weit auseinander, wie es halt geht. Und ja, wir haben noch drei Ministerien vor uns. Noch zwei Wolkenkratzer. Ein Hotel, ein Park. Ich lese das mal kurz vor, dann habt ihr das auch mal alle drin. Dann wisst ihr, was noch gebaut wird. Ja, genau hier. Also, wir haben noch ein Ministerium für Wirtschaft, ein Militärbasis müssen wir auch noch bauen. Zwei Wolkenkratzer, 7 Wohngebäude, Hotel für Staatsgäste, Park,
Ein normaler Park zum Beginn. Ein Parkhaus mit Ministerium für Justiz und für Arbeit. Ja gut, Ministerium für Justiz und Arbeit, da wusste ich jetzt nicht. Packst du das nicht eher in die zivile Ebene? Ist eigentlich auch egal. So, also 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Gebäude. Ja, umgerechnet 16 Gebäude müssen wir noch bauen. Dann ist die Regierungsebene soweit fertig und wir können ganz bequem dann die zivile Ebene anfangen. Aber wie gesagt, bis Folge 90 baue ich das noch aus, soweit ich kann. Die Ebenen, die Räume, so gut, so wie es mir passt, so wie ich es schön finde, so wie, eure Tipps mir da weiterhelfen und ab Folge 90 wird die Regierungsebene halt aufgehübscht. Wie gesagt, da ein Bäumchen hin, hier ein Bäumchen hin, da eine Blume hin, da eine Laterne hin, da ein Mülleimer hin, da eine Bank hin. Das Übliche halt, ne? Das Übliche. Und dann sind wir auch schon fertig mit der Regierungsebene. Natürlich wird die nie fertig sein, ne? Ich sag jetzt, die, dann sind wir fertig. Die wird aber nicht fertig sein. Ne? Man kann immer irgendwas verbessern, immer irgendwas weiter ausbauen. Und ich denke mal, das werden wir auch tun, wenn es soweit ist. Also nach Folge 90 hübschen, wie gesagt, da hübschen wir das Ganze auf. Ein Gehweg bauen, so solche LED-Tafeln bauen, wie man sie in der Stadt halt kennt, diese Leuchttafeln mit Werbung drauf. So ungefähr. Du bist klug. Du bist klug. Du bleibst stehen, mein Freund. Er wird weiterfahren. Oh Scheiße, der M3, der M3. Okay, Rückzug, Rückzug. Na schön, dass uns mal. Auf jeden Fall danke für die Deckung. Wollte ich gerade noch schreiben, danke für die Deckung. Uns wurde gerade gut Deckung gegeben. Sehr schön. Das ist wirklich, das nenne ich mal Teamplay. Naja, habe ich kriege immer eine kleine Provision dafür, dass ich ihn mit abgeschossen habe. Und dann ziehen wir die Arschgeigen jetzt weg. Ganz einfach. Da haben sie abgesperrt, da wollten sie nicht, dass man lang fährt. Schade eigentlich. Aber naja. Wäre natürlich eine Möglichkeit auf jeden Fall gewesen, da gut lang zu kommen. So, da haben wir sie. Ich fürchte, dass das Team jetzt ein bisschen stärker ist als das letzte. Haben wir schon die Besatzung angebumst.
So, da haben wir noch einen gekriegt. So, auf, Kameraden, auf. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Da ist der Todesschütze. Das ist der, mit dem mich erwischt hat. Gefährlich. Wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich. Wenn die sich da hinten so verschanzen, das kann uns übel zuspielen. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir jetzt zusammenbleiben, dass wir jetzt erstmal alle ruhig bleiben. Und versuchen, die irgendwie einzukesseln. Weil die hängen alle jetzt, die hängen da jetzt alle an A dran, ne? Die hängen da jetzt alle dran. Hängt jetzt gerade keiner. Zieh. So. Ne, ihr müsst da gar nicht so lange drauf fordern. Hauptsache, dass der irgendwie auch nur ein kleines bisschen Schaden nimmt. Da gewinnt ihr schon, ne? Ihr habt da jetzt gesehen. Ihr wisst jetzt, wie es läuft. Und daran könnt ihr euch jetzt ein Beispiel nehmen, wenn ihr Lust habt. Ich versuche jetzt von der Seite zu kontern. Ich versuche jetzt hier hochzufahren und die ein bisschen von der Seite zu nerven, dass unsere Truppen auf der anderen Seite durchkommen. Na, das ist jetzt. Wir versuchen jetzt gemeinsam den Feind in einen Zwei-Fronten-Krieg zu verwickeln. Und jeder Stratege weiß, einen Zwei-Fronten-Krieg kannst du nicht gewinnen. Kann man auch nicht. Soweit ich das weiß. Vielleicht gibt es ja irgendwen, der sagt, doch, man kann einen Zwei-Fronten-Krieg gewinnen. Aber da glaube ich mal nicht dran. Gut, wir haben es geschafft. Sieht man jetzt, finde ich auf jeden Fall super. Wo der letzte Kollege da hier noch gestanden hat. Ich weiß noch damals, vor einem Jahr, vor einem Jahr, das war 2018. Da habe ich hier ungelogen, mindestens 20 Minuten lang gegen 10 Panzer alleine genau diese Stellung hier verteidigt. Ich habe da so viele Abschüsse gehabt, es war ein Gemetzel. Also wenn du hier oben stehst, du hast Möglichkeiten ohne Ende. Ehrlich. Würdest du mal wegfahren? Oh, diese Briten, Alter. Das sind britische Panzer, das erkenne ich sofort. Oh, jetzt haben sie den schon. Da ist noch ein Deutscher. Auch einer. Ja, die deutschen Panzer sind immer sehr beliebt, einfach weil sie auch, finde ich, Achtung, finde ich, die besten sind. So, ein bisschen auf die Besatzung, Kritischer Schaden auf die Besatzung, oben drauf auf die Besatzung. Treffer, jetzt versuche ich mal hinten auf den Motor zu zielen. So, doch hier vorne hin. Da hinten, da ist er empfindlich. Reparier du mal. Reparier einfach, komm. Reparier. Okay, Rückzug. Digga, entweder du verpisst dich da oder ich hau... Danke. Seht ihr, wenn man nett fragt, dann passt, dann geht das. Ne? Wenn man nett fragt, dann kriegt man auch das. Ne? Immer freundlich sein, immer nett fragen, immer mit Schläge drohen, dann geht das. Nein. Gehen wir mal in den großen Bomber. Dann will ich meine Chance. Dann will ich die Chance zum Sieg zugunsten meines Teams nochmal ändern. Ist das ein Deutsch heute? Wozu du denn? Okay, kann sein, dass mein schöner Panzer jetzt in Gefahr ist. Wahrscheinlich bin ich auch schon tot. Ja. Scheiße, ich bin zu schnell gewesen. Oh, ich lebe sogar noch.
Bingo. Leider sind nicht mehr so viele Gegner übrig. Was ist das denn jetzt? Hey, was hat mich denn jetzt erwischt? Hallo, Bernhard, wo willst du hin? Bist du blöd? Herrlich. Wir haben uns jetzt schon einiges verdient hier. Belohnung. Wow, 50.000. Wow. Heftig, heftig. Aber das bringt uns theoretisch trotzdem nichts. Das hätte ich gerne. Und das hätte ich gerne. So, was habe ich denn da letztes Jahr? Filter habe ich erforscht, genau, genau. 27 Punkte haben wir. Ich würde das gerne auf die Feldreparatur und auf die Zielfindung setzen. So. Hier haben wir noch 5 Punkte, die können wir nicht verbrauchen. Ausbauen können wir an sich hier auch nichts. Und ich sag mal, wir haben heute gut Geld gemacht, ne? Sehr gut. Nein. Also diese Eagles spare ich mir auf jeden Fall. Ja, die kosten halt echt Geld, aber naja. Wollen wir nicht aktivieren. So. Mach ich das gleich einfach. Oder? Wie ist er nochmal? Ah, na, na. Ich schreibe den jetzt gleich mal an. Dann sehen wir weiter. Ich mache einfach generell eine Message. So Leute, wir haben eine Minute, haben wir noch. Wir sehen uns das nächste Mal, ob ich das heute noch aufnehme, wahrscheinlich in Aion Free to Play. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, denn wir waren ja gerade bei Damino unterwegs, haben ein bisschen Atreia kennengelernt, beziehungsweise Poeta, und haben ein bisschen unsere Fähigkeiten kennengelernt, welche Werte die haben. Ich habe das ja mal gezeigt, mal ein bisschen stumm vorgelesen. Und in Space Engineer sehen wir uns auch wieder und dann werden wir ein bisschen was umbauen müssen. Die ganzen, obwohl das werde ich wahrscheinlich offline machen. Ich werde mir noch eine Terraforming App holen, dass die Gebäude auf Höhe gebracht werden. Wir haben da zwar Terraforming, aber halt jetzt nicht so ein Terraforming, wie wir in der Größenordnung, die wir brauchen. Ne? Das haben wir da nicht. Aber, wie gesagt, ich suche nach einer Terraforming-Mod. Und dann müssen wir in Zukunft auch keine Brücken mehr bauen. Dann nehmen wir nämlich das Terraforming. Und dann formen wir uns das so, wie wir es brauchen. Ja. Jo. Ich denke mal, dann war es das auch für heute. Wie gesagt, Space Engineers müssen wir ein bisschen was wegreißen. Oder wir lassen es einfach stehen. Ich würde nämlich den einen Platz wegreißen, aber den können wir auch theoretisch stehen lassen. Dann bauen wir als nächstes das Ministerium für Kultur. Muss hier aber noch ein paar Mods raussuchen. Oder mir welche raussuchen, die mir gefallen. Danach das Ministerium für... Ach. Etc. etc. Ihr kennt meinen Text. Naja. Also Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.